Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Control. Ja, wir sind hier in der Poststelle und müssen den ersten kleinen Boss besiegen, der mich hier echt zur Verzweiflung bringt. Ich habe schon mal angefangen, den Part aufzunehmen und ich bin einfach 5 Trillionen Mal gestorben. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt hinbekomme. Ich gebe mein Bestes. Aber ich kann es euch, wie gesagt, nicht versprechen. Okay. Ich muss halt echt aufpassen, weil der Typ mir einfach Kacke wehtut. Und dann hier auch immer nochmal irgendwelche anderen blöden Dinger hier noch mit rumspringen. So wie da. So, und den da, den müssen wir einmal. Okay. So. Und dann müssen wir ihn nämlich hier besiegen, der hier mit irgendwelchen Dingen um sich schießt und mir dabei halt wehtut. Das ist halt das große Problem an der ganzen Geschichte. Und ich muss halt aufpassen, dass ich mir nicht selber wehtue. Dabei. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz großes Problem. Okay, jetzt muss ich hier einmal durchsprinten und mir irgendwie Leben holen. Okay, hier sind auch... Ich probiere es halt wirklich gerade auf diese Art und Weise, dass ich mir halt im besten Fall damit so ein bisschen mich schützen kann. Autsch. Au. Oder halt auch nicht. Das ist halt echt nicht so einfach. Aber ich überlebe schon mal länger als sonst. Bin da gerade schon mal ein bisschen stolz auf mich. Laufen. Oh Gott, ey. Au. Okay. Okay, ich muss hier einmal durch. Ich brauche das Leben. Das ist mein Problem. Ich brauche die Lebensenergie. Okay, okay, okay. Da oben ist er. Okay. Tu mir nicht weh. Tu mir nicht weh. Nein. Ach, pack. Sorry. Wie ihr seht, es ist nicht leicht. Also das Ding ist, ich glaube, ich muss auch auf ihn schießen. Also ich muss gleich mal probieren, ob ich, weil ich kann ihn so nicht bewerfen. Das ist halt echt schwierig. Okay. Probieren wir nochmal unser Glück. Es ist halt super, super schwer mit dem Typen. Vielleicht muss ich auch einfach nach oben gehen. Ich probiere es einfach gleich mal nach oben zu gehen. Ja, wir probieren das mal. Wir gehen mal nach oben. Weil ich halt die Hoffnung habe, dass ich hier oben ein bisschen mehr Schutz vor diesen blöden anderen da habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, der Typ ist ja auch nicht dumm. Okay, da habe ich mich treffen lassen. Das war richtig dumm. Okay, oh, jetzt kack's nicht auf den letzten Metern, Sarinchen.
Verkack's nicht auf den letzten Metern. Du hast ihn fast. Okay, tschüss. Ich glaube, der kommt nicht wieder. Ha, da wäre ich mir nicht sicher. Augmentierte Agenten zeigen Fähigkeiten ähnlich der. Okay, krass. Einige ziehen es vor, auf ihre Ziele zuzustimmen, andere bewerfen sie mit Gegenständen. Mhm. Da sie sind. Telekinetische Angriffe sind ineffektiv gegen die augmentierten Zuschauer, da sie auf dem Gebiet selbst talentiert sind. Okay. Schweben, während sie in den Schuh gefesselt sind. Mhm. Okay. Krass. Krass! Kommt wieder. Okay. Konzentrier dich. Die Hotline muss hinter dem Postraum sein. Also da hinten muss ich rein. Okay. Ich muss jetzt erstmal nach unten, weil unten liegt ein Haufen Leben, was ich mir gerne holen möchte. Und da waren auch noch Akten und so ein Krams. Oder eine Akte habe ich zumindest gesehen. Und ich muss mir jetzt hier einmal das Leben wiederholen. Genau. So, und hier hinten war irgendwo eine Akte. Hier. Golfstartzeit, ernsthaft. Hier. Hey Malcolm, ja, Startzeit ist um 7. Wir sehen uns am Sonntagmorgen auf dem Platz. Übrigens, hast du von diesem Tennyson-Bericht gehört? Anscheinend kursieren eine Menge Kopien davon im Büro. Trance ist scharf auf Informationen darüber, wer der Verfasser ist. Du hast nicht zufällig was darüber gehört. Bis Sonntag, Jim. Okay, die gehen also zusammen golfen. Mhm, nice. Okay, hier ist so erstmal soweit nichts. Aber wir müssen das hier auf jeden Fall einmal ablaufen, um zu gucken, dass wir nicht doch irgendwas übersehen haben. Hier geht nur noch eine Treppe rauf. Genau, und von hier bin ich ja gekommen. Okay, gut. Also Treppe rauf. Einmal da hinten noch rum. Und hier nochmal reingucken, wo wir überall reinkommen und vielleicht noch was finden. Okay. Ah ja, okay, ich weiß, wo wir sind. Mhm. Okay, hier liegt nichts für uns Interessantes rum. Nee. Okay. Okay, Musik. Gut. Was ist das hier? Zusammenfassung. Butte. Oder Bad. AWE 17. Eine Reihe von Fällen mit vermissten Personen konnten zu einem Haus in Bad verfolgt werden, wo Agenten der Behörde einen Zugschalter mit translokativen Eigenschaften entdecken. Agenten der Behörde suchen das Haus einer örtlichen Berühmtheit in der auf, welches mit insgesamt Fällen von verschwundenen Personen der Gegend in Verbindung stand. Die Agenten fanden niemanden im Haus selbst. Bei der Durchsuchung eines Schrankes zog ein Agent am Zugschalter eine Lampe und verschwand. Ein weiterer Agent betätigte den Zugschalter, um den Vorfall zu reproduzieren. Auch er verschwand. Beide Agenten wurden Tage später im Ältestenhaus wiedergefunden, bei einer Gruppe Ranger, die einen neuen Bereich des Hauses erkundete, in einem versiegelten Raum auf sie stießen. Der Zugschalter im Kleiderschrank des Hauses in Bad verschwand während dieses Zwischenfalls. Das ist so crazy. Stellt euch mal vor, Alter, ihr wollt irgendwo eine Lampe anmachen und auf einmal seid ihr weg. Schwupp, weg. Einfach weg. Alberto Tomasi, Kommunikationsleiter. Das Zischen hat ihn erwischt. Okay. Das haben wir uns ja schon fast gedacht, weil wir haben ihn ja gerade schon gesehen. Ach, das ist ein Ausweis. Gute Arbeit allerseits. Die Kampagne war stark und perfekt ausgeführt. Okay. Was ist das hier? Okay, nehmen Sie das runter. Die Lage in Kuba wurde von den zuständigen Behörden bewertet. Die mysteriöse Krankheit, von der die Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna betroffen waren, wurde durch Schallwaffen in den Händen einer ausländischen Macht verursacht. Zahlreiche Mitarbeiter der Botschaft erlitten Schäden am Innenohr, aber die meisten werden voraussichtlich vollständig genesen. Natürlich wurden auch ihre Zellwände beschädigt, aber ob das an einer dummen Lärmkanone lag? Gott sei Dank haben die Ärzte dort nicht. Wie hoch dann die Chance, dass...
dass ein gewandeltes Objekt in einer US-Botschaft auftaucht. Glück gehabt, was? So viel einfacher zu... Hey, nimmst du etwa immer noch auf? Okay, ob das jetzt so viel einfacher ist, keine Ahnung. Multimedia, ich will nur einmal, dass es weg ist. Also, das mit diesen Gegenständen, das checke ich halt noch nicht, aber gut. So, Hotline Chamber. Da wollen wir ja hin. Genau. Okay, hier ist noch so ein Dingsels. So ein Container, Behälter, Kiste. Schleudereffizienz, okay. Energiekosten, okay, kostet weniger Energie. Mhm. Hotline-Kabine. Gott, ey, das ist immer so krass dargestellt. So, Bad zusammen, was? Zusatzbemerkung, Details ihrer Aussagen zufolge wurden die Agenten aus dem Haus in Bad in einem Motel mit Namen Ocean View Motel im Casino transportiert und fanden mithilfe eines Rituals, siehe Akte MOT 01, ein Zimmerschlüssel. Der Schlüssel öffnete eine Tür, die mit einer umgekehrten schwarzen Pyramide versehen war, was sie erst nach langer Zeit durch Doris ausprobieren feststellten. Nachdem sie einen weiteren Zugschalter im Motel betätigt hatten, der sich in diesem Zimmer befand, wurden sie ins älteste Haus transportiert. Das Verschwinden des Hausbesitzers sowie der anderen Bewohner von Bad wurde dem Zugschalter zugeschrieben. Mittlerweile ist bekannt, dass das Ocean View Motel viele Türen und Pfade beherbergt. Seit dem Vorfall sind überall im ältesten Haus Zugschalter aufgetaucht, die mit dem Schalter des Hauses in Bad identisch sind. Derzeit wurden Zugschalter im ältesten Haus gefunden, die sich im und Sektor befinden. Sie stellen alle einen Zugang zum Ocean View Motel dar, wobei wie genau die Verbindung funktioniert. Anfängliche Hypothesen stützen sich auf das AWE von Bud als siehe Dr. Limes Präsentation. Okay. Crazy. Also, ich finde es irgendwie interessant und gruselig zugleich. Muss ich zugeben. Hotline-Sicherheitsprotokoll. Hotline-Sicherheitsprotokoll. Alle Besucher müssen sich anmelden. Direktor Trench, Bill Everett, Hausmeister. Direktor Trench, Bill Everett, Hausmeister, Carol Bishop, Hausmeisterin. Okay. Mhm. Hotline Chamber. Dann gehen wir mal gucken, was die Hotline für uns bereithält. Das Ocean View Motel und Casino. Traumlogik. Der Lampenzugschalter. Die Tür mit der schwarzen Pyramide. Okay. Notice, Ocean View Motel Casino Entry Point Catalyst Light Switch, the Law of Three applies. Muss ich jetzt nochmal drücken? Okay. Das war dumm. Okay, sorry Leute, es war einfach dumm, es tut mir leid. Es war einfach dumm. Okay, so, jetzt sind wir hier wieder am Kontrollpunkt, wir müssen jetzt einmal wieder hochlaufen. Es tut mir so leid, aber ich... Das fand ich so komisch. Ich hab's... Also, ich wollte es halt einfach ausprobieren. Okay, wo sind sie? Au. Boah, Alter. Der Typ hier mit seinem... Au. Der mit seinen Raketen, ne? Der macht mich hier wahnsinnig. Der macht mich hier echt wahnsinnig. Gib mir... Gib mir dein Leben. Ich muss ja einmal runter und mir Leben organisieren. Das ist gerade viel wichtiger. Au.
Ich hätte einfach durch die Tür gehen sollen, Leute. Kann ja keiner ahnen, dass man da wieder angegriffen wird. Okay, so, jetzt bin ich mal darauf vorbereitet, dass die wieder kommen. Also, im Zweifel laufe ich jetzt auch einfach durch. Okay. Das war nice. Okay, das war auch nice. Nice. Also ich zerstöre hier halt einfach alles, ne? Ist mir jetzt auch egal. Okay, das war nicht so gut. Ist aber nicht so schlimm. Das sind halt hier die Fiesen mit den Raketen. Wo ist er denn jetzt? Da. Hat er sich jetzt selbst zerstört? Scheint so. So, wo ist der andere jetzt? Irgendwo oxidiert doch jetzt noch einer rum. Ich höre ihn doch. Ach, da. Okay. Das war's jetzt aber wohl. Aber ich könnte hier unten jetzt nochmal kurz Leben einsammeln gehen. Gut, es sieht halt hier ein bisschen zerstört aus. Aber nur ein bisschen. Ist nicht schlimm. Das muss so. Okay, so. Dann geht's jetzt da rein. Und dann stürze ich jetzt hoffentlich nicht in das Loch. Okay, das will ich mir nicht nochmal anhören. Das habe ich ja schon. Okay. So. Nice. Catalyst Light Switch. The Law of Three applies. Ob ich jetzt runterfalle? Okay, wie soll das funktionieren? Kann mir das jetzt jemand erklären? Muss ich dann einfach wieder zurückgehen? Ich cutte euch das mal jetzt raus, bis wir wieder an dieser Lampe stehen. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich ziehe jetzt an dem Ding. Okay. Notice. Ocean Motel und Casino Entry Point. Catalyst Light Switch. The Law of Three applies. Eins. Wow. Waren wir hier schon mal? Okay, das war cool. Ich habe in billigen Motels im ganzen Land übernachtet. Unterwegs. Heimlich, auf der Flucht. Das fühlt sich an wie alle von ihnen. Wie etwas, das man aus einem Traum kennt. Okay, das ist geil. Also wir müssen durch die Tür mit der Pyramide, aber ich will mich hier erstmal umgucken. Ich finde es geil. Okay, da kann ich nicht raus. Ich denke, das wird hier so ein... Es wird hier schon beschränkt sein. Man kann hier, glaube ich, halt... Ja, genau. Aber wie gut, ey. Was ist das? Hallo? Ist da jemand? Okay, hier möchte anscheinend keiner. Wie gut, das ist so cool. Okay, ob ich drücke jetzt einfach noch einmal drauf, weil ich da Bock drauf habe.
Okay, und dann gehen wir jetzt durch die Tür mit der Pyramide. Die da. Abgeschlossen. Also wir brauchen Schlüssel. Aber wo kriegen wir den Schlüssel her? Das ist jetzt die Frage. Dim, dim. Ah, hier ist die Tür offen. Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Okay. Eine schwarze Pyramide auf dem Schlüssel. Okay. War die Tür vorhin auch schon auf oder ist sie erst aufgegangen, nachdem ich auf die Klingel gedrückt habe? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach blind dran vorbeigerannt. Krass, das ist so cool. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz was gucken. Jetzt ist das Ding aber doch. Will ich aber nicht bewegen. Okay, da muss ich jetzt vielleicht nochmal drücken. Ziehen. Hä, ich bin verwirrt. Muss jetzt hier leider nochmal luschern. Nee, okay. Also. So geil. Aber ich verstehe es gerade nicht. Also das habe ich jetzt nicht verstanden. Oder muss ich dann durch die Tür einfach wieder durch? Kann ich ja nicht. Ach jetzt. Oh Gott. Alter, wie oft man da einfach draufdrücken muss. Oder draufziehen. Aber es ist cool gemacht. Okay, hebt die Hotline ab. Ich bin gespannt, Leute. Schließe die Astralebene-Herausforderung ab. Okay. Ja, müssen wir wohl. Nützt halt nichts. Ich überziehe den Part heute auch ein bisschen, einfach aufgrund dessen, weil ich jetzt hier gerade nicht speichern kann und nicht wirklich Bedarf habe, das nochmal zu tun. Okay. Nutze die Hotline, um mit denen zu kommunizieren. Wie soll ich denn das machen? Okay, das war nicht gut. Okay. Das war dumm. Das war einfach nur dumm. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, mit dieser Astralebenen-Herausforderung werden wir uns im nächsten Part irgendwie auseinandersetzen. Ich denke, man kann dieses Teil einfach nicht besiegen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr am Montag wieder mit dabei seid. Und ja, also ich finde es mega spannend. Ich mag das, dieses, worum es hier geht, Paranormale und irgendwie total Verwirrende noch und irgendwie auch cool. Und ich möchte unbedingt wissen, was diese Story zu bieten hat. Und ja, wenn es euch genauso geht, würde ich mich freuen, wenn ihr Montag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, tschüss!